THQ Nordic. Piranha Bytes. Der Planet Magallan. Unsere Heimat. Vor 160 Jahren wurde sie durch einen Meteoriteneinschlag fast vollständig zerstört. Doch es gab Überlebende, die sich aus den Ruinen der alten Welt wieder neu erhoben. Die Schwachen flohen in die Wildnis, wurden größtenteils dezimiert oder versteckten sich hinter dem Schutz der neu formierten Gemeinschaften. Die Starken kämpften um die knappen Rohstoffe und Waffen, die die alte Welt ihnen hinterlassen hatte. Doch der Meteor brachte nicht nur Zerstörung. Auch ein neues, bisher völlig unbekanntes Element kam auf unsere Welt. Elex. Es verlieh den Menschen unglaubliche Macht und die Fähigkeit, übermächtige Technik zu entwickeln und viele Arten von Magie zu wirken. Doch das hatte seinen Preis. Elex in seiner reinen Form führte zu Degenerationen der vegetativen Systeme des Körpers. Diejenigen, deren Geist stark genug war, konnten diesen Verfall überwinden und wurden zu emotionslosen und synthetischen Abarten der Gattung Mensch. Sie nennen sich selbst die Alps. Es dauerte nur wenige Jahre, bis die Alps stark genug waren, um den Rest der freien Menschen zu jagen und ihre Existenz zu bedrohen. Seither führen wir einen erbitterten Krieg gegen ihre Ausbeutung und Tyrannei. Einer der Alps, ein aufstrebender und siegreicher Feldherr, ist der effektivste unter ihnen. Wir nennen ihn die Bestie von Xarkor. Erfüllst du also deinen Auftrag? Du kennst unsere Direktive. Du weißt, es gibt nur eine Konsequenz für dein Versagen.
So, Freunde, damit herzlich willkommen bei Elex auf PlayStation 4. Ich habe jetzt eigentlich schon lange auf einen guten Piranha Bytes Titel gewartet. Also viele, die mich ein kleines bisschen kennen, wissen ja, ich bin ein Gothic-Fan. Also zumindest Gothic 1, 2 und 3 war auch noch gut. Zwar extrem verbuggt, aber ich fand es gut. Risen 1 und 2 auch vom gleichen Entwickler und es waren mega Spiele und deswegen freue ich mich umso mehr, dass Elex auch auf die PlayStation gekommen ist und... Verdammt, mein Schädel. Wenn ich überleben will, muss ich mich beeilen. Ohne eine geeignete Waffe bin ich erledigt. Ich finde es an sich, also von grafischen her, finde ich es eigentlich schon mal ganz in Ordnung. Muss dazu sagen, ich nehme jetzt, sagen wir es so, 4 Tage bevor das Spiel eigentlich rauskommt auf. Erstmal vielen Dank an Piranha Bytes, dass ihr es möglich macht, dass man schon mal vorher reinschauen kann und zumindest ein bisschen vorher schon mal spielen kann. Deswegen ist es noch kein Day One Patch. Es kann vieles sein, dass es noch ein paar kleine Stellen gibt, die nicht ganz so hinhauen. Aber ich denke mal, sie werden dieses Spiel sehr gut hinbekommen. So, wir schauen jetzt erstmal eine kleine Runde rum. Ich muss mir erstmal eine Waffe besorgen. Also, wo gehen wir denn erstmal am besten hin? Also, dynamisches Licht. Also, ich finde es schon ziemlich geil. Also, von der Grafik her an sich. Ich meine, gut, eine PlayStation ist jetzt... Irgendwas stimmt nicht mit mir. Meine Kräfte schwinden und ich... Was ist das? Emotionen? Das ist der Elex-Entzug. Ich muss längere Zeit bewusstlos gewesen sein. Ohne meine Elex-Ration. Ich war ja schon öfter mal auf dem Trocknen. Aber so schlimm hatte ich es noch nie. Jetzt lass mich doch mal quatschen. Also, es ist... Ja, es ist kein Vergleich zum PC, aber... Ich find's trotzdem... Schaut allein mal jetzt auf die Nase. Das Licht, wenn es durch die Nase scheint und die Ohren, die so ein bisschen glühen. Also ich finde es grafisch her voll in Ordnung, auch für eine Konsole. Und gibt da nichts zu meckern, denn das Spielgefühl ist ja da. Ich muss mir jetzt erstmal ein bisschen an die Steuerung gewöhnen. Ich konnte noch, also ich bin jetzt wirklich das erste Mal drin. Die Ruine da könnte mir Schutz bieten. Vielleicht finde ich da noch etwas Brauchbares. Muss man erstmal hinkriegen, ja. Ach, R1, warte mal. Gut, das war schneller Schlag. Ich bin von einem freien Menschen kaum noch zu unterscheiden. Ist auch eine Folge meines Elex-Entzugs. Dass er mir immer dazwischen quatscht, ne? So, erstmal rauskriegen, wie Steuerung. Ich habe jetzt mitgekriegt, das ist Schlagen und R2 ist ein bisschen doller zu hauen. So, jetzt mal erstmal... Das war kurios. So, was liegt denn hier alles noch? Kann man da irgendwas mitnehmen? Das Coole ist an dem Spiel, ihr kennt ja bestimmt andere Rollenspiele, wo euer Inventar so ein kleines bisschen begrenzt ist. Das heißt, ihr könnt nicht unendlich sammeln. Ist bei Piranha Bytes ein bisschen anders. Also, ihr habt unendliche Slots. Also, ihr könnt sammeln und looten, bis ihr wahnsinnig werdet. Und das fand ich damals immer schon geil. Und ich will mich mal ein bisschen genauer umgucken. Sorry, Freunde. Ich glaube, dieses Let's Play, das wird... Endlich lang. Ich habe immer Angst, dass hier irgendwas um die Ecke springt, weil ich bin hier noch voll der Noob. Also es wird, denke ich mal, richtig lang, weil ich will immer gucken, wo irgendwas ist und... Vielleicht werde ich bestimmt sterben, oder? Alter! Komm her! Okay, für den Anfang gar nicht mal so schlecht. Ah, hier haben wir schon dieses Elex. Warte mal, die packe ich das Ding nochmal ein. Mit X, gut. Wir nehmen alles mit, was hier rumliegt. Ich habe jetzt, ich gebe es zu, ich habe beim Gronkh das mal angeschaut. Und er hat so einige Stellen, Amulett, nicht gesehen, die ich gesehen habe. Und deswegen will ich mich hier mal ein bisschen genauer mit euch umschauen, damit wir großteils alles mitkriegen, was wir so finden können. Die Musik, die macht mich ein bisschen kirre, ne? Weil es jederzeit sein könnte, jetzt kommt gleich irgendwas um die Ecke, was mich platt macht. Und ihr seht schon... Ich bin ja jetzt sozusagen vom Alp zum Mensch mutiert. Das heißt, die ganzen Kräfte, die ich da hatte, die sind jetzt erstmal futsch. Der ist hin. Der Mann ist hinüber, der hat seine letzten Tage, die hat er jetzt hinter sich. So, aua.
mal, war da hinten noch irgendwas? Ich schau mal ganz kurz rum. Wie geht's nochmal? Nee. Immer nur Sperr. Gut, wir gehen weiter, sonst heißt es nachher wieder, oh, der macht hier nur Sightseeing und sowas alles. Nee, so soll es ja natürlich nicht sein. Was ist das? Eine meiner Crony-Einheiten, O3. Sie ist beim Absturz komplett zerstört worden. Ich frage mich, wo Crony O4 hin ist. Wenn er noch aktiv ist, finde ich ihn vielleicht hier in Edan. Mal sehen, ob ich ihn orten kann. Okay, also... Da ist nichts mehr zu machen. Na, schade. Wäre cool, jetzt mit einer Drohne hier rumzufliegen. Wir schauen uns erstmal noch... Ja, ich muss jetzt echt jeden Raum mitnehmen hier. Das wird schlimm. Das wird richtig... Ich habe einen Bogen gefunden. Wo ist das Menü, bitteschön? Eine Option? Nee. Touchpad? Gut. Menü. Was haben wir denn? Schwere Waffen? Wir haben noch gar nichts. Hier ist wirklich gar nichts drin. Hier eine Ratte oder sowas. Bogen. Den lege ich mir mal hier drauf. Wie quietscht denn ja? Ah, okay. Und so kannst du jetzt zielen. Gut, da trage ich auch schon mal raus. Jetzt können wir auf jeden Fall ein kleines bisschen auf Fernkampf gehen. Und hier ist mein Knippel. Ist hier noch irgendwas, was wir mitnehmen können? Guck mal. Brauch Zeug. Loot. So, und den Krug nehmen wir auch noch mit. Wir können ja den ganzen Müll noch verscherbeln. Ist ja eigentlich typisch bei Piranha Bytes Games. Du nimmst einfach alles mit. Du blutest alles, auch wenn es dir nicht gehört. Ratte? Alter! Das war fies. Gut, gib mir ein bisschen Erfahrung. Knochen erhalten. Verrottete Technologie der alten Welt. Hier ist nicht mehr viel zu holen. Suppe. Da war noch eine Suppe, Mann. Kann ich das hier meckern? Hier ist nichts zu holen, ne? So, was haben wir denn hier alles? Klettern will ich jetzt nicht. Elektroschott, Dietrich. Ich kann mich auch einfach mal hinsetzen, wenn ich mich hier verdrücke. Komm, Stef! Keine Zeit zum Hinsetzen. Wir müssen noch hier ein bisschen Zeug mitnehmen. Ich hoffe natürlich, dass schnell zum Verscherbeln kommen. Ich musste nämlich... Ich glaube, die Währung ist, glaube ich, sogar das Elix. Also das, was wir hier einsammeln. Also das Zeug, was er vorher gebraucht hat, um der Alp zu sein, ist jetzt... Alter, Riesenratte. Mit dir habe ich jetzt nicht gerechnet, mein Freund. So, kriegen noch ein bisschen rohes Fleisch. Gut, ich will jetzt nicht die anderen Ratten auch noch kaputt kloppen. Ich glaube, das wäre ein bisschen sinnlos, weil sonst sind wir hier total der Rattenfänger. Da ist noch ein Schrank. Können wir eigentlich auf Viereck drücken, alles mitnehmen. Da ist noch ein kleines bisschen Elex. Ein bisschen Elektroschrott. Ich frage mich, ob es hier auch eine Art Crafting-System oder sowas gibt. Die Jagd beginnt. Kallax, dieses Schwein hat mich verraten. Mehr noch, er hat mich hinrichten lassen. Aber ich bin noch da und ich werde nicht eher Ruhe geben, bis Kallax im Dreck vor mir liegt. Habt ihr auch eben den lustigen Vogel gesehen? Okay, gehen wir weiter. Denn ich müsste jetzt eigentlich mal mein Zeug wieder besorgen, denn wir wurden jetzt am Anfang beklaut. Und ja, meine Waffen sind weg, meine Rüstung ist weg. Ich weiß nicht, ob man da später noch was mit anfangen kann. Kann ich hier runterhüppen? Oder da hoch? Naja, wie gesagt, das Spiel ist auch ein Open-World-Game. Das heißt, hier sind noch Kippen, hat noch einer geraucht. Wir können eigentlich dahin gehen, wo wir wollen. Die Hauptquest, die können wir sozusagen... Nebensache lassen und können machen eigentlich, was wir wollen. Und ja, das ist immer... Evakuierungsfrequenz eingeleitet. Bewahren Sie Ruhe und begeben Sie sich umgehend zu den ausgeschilderten Ausgängen. Den Anweisungen des Servicepersonals ist unbedingt Folge zu leisten. Vielen Dank für Ihren Besuch in der Evakuierungsstation. Bitteschön. Gut, ich habe erstmal einen Heiltrank ganz kurz genommen. War natürlich mit Absicht, dass ich den genommen habe. Hoffentlich gibt es auch einen Ausgang aus dieser stillgelegten Observierungsstation. Ah, mein Jetpack.
Der Kerl, der mich bestohlen hat, muss es hier verloren haben. Wenigstens etwas. Das wird mir helfen, mich besser fortzubewegen. Okay. Mal testen mal los. Alter, dass der sich nicht den Arsch verbrennt dabei. Also ich hätte echt Schiss, dass, wenn die so eine Dinge an der Backen hinten hängen, da hast du nachher zwei Schnitzel daran zu hängen. Ah, was haben wir denn hier? Hallo, Ratte. Lass mal ein ganzes Zeug bitte mitnehmen. Metallschrott. Dann haben wir hier noch einen Heiltrank. Wenn wir noch mehr Heiltränke finden, dann mache ich einen auf Rambo. Klopapier. Okay. Zigaretten und Klopapier. Also Klopapier wird bestimmt unser Dealmittel später sein. Kann ich jetzt... Nee, die Ratte kann ich nicht einstecken. Eine Truhe. Eine Werkhose. Achso, warte mal. Das war, glaube ich. Ich werde immer wieder die falsche Taste drücken. Kleidung. Wo haben wir das denn? Hier oben, ne? Kopf, Körper. Habe ich die jetzt angezogen? Ja, die Schuhe sehen zwar ein bisschen komisch aus. Egal. Komm, wir kleiden uns erstmal ein bisschen ein. Und was? Müssen Metallschrott noch mitnehmen. Dann müssen wir irgendwo mal den Vogel ranbekommen, der uns hier das ganze Zeug weggenommen hat. Natürlich, das Gesicht konnte ich mir jetzt natürlich merken, aber dem stand natürlich kein Name auf der Stirn geschrieben. Ich sag, der Hammer. Und alles mit. Aber ich denke mal, das wird noch Ewigkeiten dauern. Also, ich meine, wenn wir die Questline irgendwie verfolgen, dann werden wir, sagen wir so, 10 Stunden unser Zeug wieder haben. Jetzt nehmen wir mal jetzt ein Kippen mit. Nicht da drauf klettern. Und dann könnten wir hier sehr einen auf Rambo machen. Ah, ich bin so eher der gemütliche Spieler, der sich alles einfach nur angucken Edan, will. Das Land der Berserker. Ihre Waffen würden mir jetzt helfen. Aber sie werden sie mir wohl nicht freiwillig überlassen. Da ist einer. Ui, da liegt gleich Elix vorne. Nehmen wir auch mal mit. Da ist, glaube ich, noch ein Heiltrank. Gleich mitnehmen. Zieh deinen Bogen! Könnte ich eigentlich schön in die Rübe reinziehen, ne? Toll. Geht's wieder? Du bist zu laut, dich hört man schon aus 500 Meter Entfernung. Bist du ein Speer oder sowas? Es gab Zeiten, da hättest du mich nicht einmal gesehen, bevor du deinen Kopf verloren hättest. Die Zeiten sind offensichtlich schon lange vorbei. So wie du aussiehst, überlebst du keine 2 Tage in dieser Gegend. Ich hätte dir da auch einen Pfeil in den Kopf schießen können. Okay, das schätze mich besser nicht. Gut, ich bin mal nicht ganz so arrogant hier. Ich komm schon klar. Ist nicht das erste Mal, dass ich hier draußen bin. Das kannst du halten, wie du willst. Ohne Hilfe wirst du nicht weit kommen. Ich gebe dir 24 Stunden. Wer bist du? Mein Name ist Duras. Ich bin Berserker und stamme aus Goliath, der Hauptstadt von Edan. Hauptstadt nennt ihr das? Ihr seid nicht mehr als ein Haufen Wilder, die in den Ruinen der alten Welt hausen. Das Land Edan wäre besser dran, wenn ihr Berserker endlich verschwindet. Wenn du nicht in der Wildnis verrecken willst, brauchst du Hilfe. Also hüte besser deine spitze Zunge. Wo bist du überhaupt hergekommen? Ich weiß es nicht. Ich wüsste nicht, was es angeht. Okay. Anlügen will ich ihn ja auch nicht unbedingt. Der ist eigentlich ganz nett, der Typ, oder? Observierungsstation? Ja, klar. Aus der Observierungsstation. Jemand wie du hat an solch gefährlichen Orten nichts verloren. So abgerissen wie du aussiehst, hast du die letzten Tage wohl einiges mitgemacht. Aber keine Sorge, ich werde mich schon um dich kümmern. Die Gegend hier ist nicht sicher. Vor einigen Tagen ist eine dieser Flugmaschinen der Alps oben in den Bergen abgestürzt. Wenn wir Pech haben, schwirren immer noch ein paar Alps in der Nähe herum. Wir sollten hier so schnell wie möglich wieder verschwinden, bevor sie dich halbe Portion noch einkassieren. Ja, gerade mich. Dich können sie da auch mitnehmen. Du weißt gar nichts. Sag das nochmal, du Kröte.
Okay. Du weißt gar nichts. Tatsächlich? Schau dich doch mal an. Du bist erledigt. Du hast nicht einmal vernünftige Ausrüstung für die Wildnis hier draußen. Du solltest dich besser in den Schutz einer Gemeinschaft begeben. Ich könnte dich nach Goliath in unsere Stadt mitnehmen. Da wirst du erst einmal in Sicherheit. Die Alps sind auf der Jagd und ergreifen jeden, den sie hier draußen herumstromern sehen. Du kannst natürlich auch allein dein Glück versuchen. Nicht weit von hier am Waldrand im Norden patrouilliert eine kleine Truppe Alpsoldaten. Sie würden sich sicher freuen, dich zu sehen. Warum willst du mir helfen? So wie ich das sehe, bist du ein Flüchtling. Ein Gejagter der Alps, so wie alle anderen freien Menschen auch. Soll ich Mami zu ihm sagen und ihm hinterherlaufen? Okay, warum interessiert dich das? Ich will nicht ganz so Arschloch sein, aber hier sind fast nur Arschloch-Fragen drin, ne? Ich nehm dich. Das macht dich noch nicht zu meinem Freund. Die Alps greifen jeden freien Menschen auf, den sie hier draußen finden. Ich hoffe, ich muss dir nicht sagen, dass das deinen Tod bedeuten würde. In allen Ländern auf Magalan wird gekämpft. Die Welt befindet sich am Abgrund. Und ein Kerl wie du, dreckig, schwach, vogelfrei, sollte sich besser an diejenigen halten, die den Alps die Stirn bieten können. Ich werde mir schon zu helfen wissen, oder was nehme ich denn jetzt? Ach komm. Was sagt mir denn, dass es mir bei euch Berserker nicht genauso geht? Egal, was du über uns gehört haben magst. Glauben würde ich nur das Wenigste davon. Mach dir besser dein eigenes Bild. Also, wenn du nicht lebensmüde bist und den Alps direkt in die Arme läufst, hast du Potenzial. Du solltest mir in unserer Hauptstadt Goliath folgen und dir erstmal vernünftige Ausrüstung besorgen. Na gut, meine Ausrüstung weg. Ja, ich wurde bestohlen. Okay. Der muss ja nicht alles wissen, ne? Dann geh vor. Bring mich in deine Stadt. Aber schön langsam, damit ich dich im Auge behalte. Dein Misstrauen ist verständlich, aber ich bin die beste Option, die du im Moment hast. Falls wir uns irgendwie verlieren sollten. Goliath liegt im Osten am Fuße des Berges. Das Licht unseres Mana-Schreins kann man von Weitem schon gut sehen. Jetzt mach schon. In Ordnung, hier entlang.